Schön, dass ihr wieder dabei seid. Über Fahrrad Friedrichsfeld muss weichen. Und wer hier aus der Gegend kommt, der weiß, dass hier die damaligen Unterkünfte waren in der Bundeswehrzeit und auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. In diesem Bereich, ihr seht wieder die Schilder. Und ihr habt eben das Schild gesehen. Auch hier Hinweise vom Kampfmittelräumdienst, dass Gebiete gesperrt sein können. Und auf diesem Gelände, dort hat die Firma Schollenberger ihr Lager bezogen und von da aus den ganzen Bereich zu koordinieren mit der Kampfmittelbergung. Natürlich durfte ich dort nicht filmen. Da hinten der blaue Container aus der Ferne gefilmt. Das durfte ich, weil es außerhalb des abgesperrten Bereiches ist. Dort befindet sich die Firma Schollenberger drin mit ihrem Büro und auch im kleinen Aufenthaltsbereich. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Hinterm Zaun gefilmt, bevor sich wieder irgendwelche Leute aufregen. Und auch Einsatzfahrzeuge von der Firma Schollenberger befinden sich dort. Hier ist die Zufahrt, das ist die hintere Zufahrt, also nicht die Zufahrt, die man von der sogenannten Hauptstraße kennt. Von hier fahren die Fahrzeuge rein und raus und fahren dann anschließend diesen Weg hoch in Richtung Einsatzgebiet. Auf dem Gebiet findet man jetzt verstärkt diese Schilder, wie ihr hier sehen könnt. Das sind Hinweisschilder der Firma Schollenberg mit dem Hinweis Rettungswege bzw. Rettungsweg. Hier links seht ihr ihn noch einmal. Daneben ist ein Haufen mit Fundamentresten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Daneben ein Fahnenmast, dieses weiße, ein ehemaliger Fahnenmast bzw. das, was noch davon übrig ist. Um auf legalem Weg möglichst dicht ranzukommen in das Gebiet, was aktuell geräumt wird, muss man sich zu dem Hundezüchterverein begeben. Einheimische kennen das. Dort kann man dann ganz hinten rechts in dem Waldstück, sieht man so einen kleinen Radlader. Also da befinden sich aktuell die Firma Schollenberger, um nach Kampfmitteln zu suchen. Enttäuschend fand ich, dass man einfach wieder achtlos zwei Dosen in die Natur geworfen hat, wo die Bäume mit markiert werden, welche abgeholzt werden sollen. Wie gesagt, das fand ich nicht sehr umweltfreundlich. Danke fürs Zuschauen. Das war's wieder mit Fahrrad Friedrichsfeld. Über einen Daumen in nördlicher Richtung würde ich mich natürlich freuen. Und auch, wenn ihr natürlich das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.